trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Ja, danke schön. Danke schön. So, ich werde jetzt mal ganz dreist mal aufstehen und einfach mal mein Handy holen in der Hoffnung, dass es noch nicht so spät ist. Wie spät ist es denn? Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Von da aus würde ich meinen, wir machen einfach mal ein Level weiter als geplant. Für euch ist es ja so oder so ein nahtloser Übergang. Für mich sind denn da meistens Tage Unterschied bei. Aber das ist ja nicht so wild. So, ja, gehen wir ins nächste Level hinein und werden uns überraschen lassen. Ab hier weiß ich gar nichts mehr. Also, ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Das Spiel macht einen enormen großen Spaß, wie ihr merkt. Man muss nachdenken, nicht so dieses Rumgeballer, immer Rumblut und sowas. Das, hier muss man echt nachdenken und das ist eigentlich auch mal eine Abwechslung für sich. Und deswegen finde ich das Spiel auch eigentlich ganz gut, dass man mal ein bisschen abschalten kann, einfach mal nur die Töne einschalten muss. So. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Okay. Aber wir machen doch gar nichts kaputt. Bis jetzt. Bis jetzt. Wasser. Gut, jetzt muss ich überlegen. Da ist ein Cube. Hier ist ein Laserstrahl. Ach du Scheiße, Leute. Okay, ich sehe schon mal, wie ich das Teil da... Ich weiß aber nicht, ob ich den Cube jetzt da brauche. Was passiert denn überhaupt? Warte mal. Laserstrahl hier, da ist... Da muss der Laserstrahl auftreffen. Also... Wir laufen erstmal darüber. Das heißt, wir sind auf der anderen Seite. Okay, wir sind zum ersten Mal gestorben. Ich bin jetzt auch eigentlich überfragt, wieso. Ja, wir müssen darüber springen, Leute. Ach du Scheiße, und das auch noch. Ja, aber das muss sein. Gut, wir probieren es einfach mal nochmal richtig zu springen, weil, wie man merkt, man wird... Muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. War das so langsam? Ich fand das eigentlich ganz gut. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Oh, also man merkt, die Maschine wird so langsam böse, dass wir das alles schaffen. Kommt auch mal der Fahrstuhl? Danke. Gut, machen wir noch ein Level. Es ist süchtig, es macht süchtig, ey. Das, da muss man echt aufpassen bei dem Spiel. Man möchte dann das nächste Level. Ich möchte es aber auch nicht überspielen, ja. Aber gut, machen wir jetzt das Ultimative. Wir machen, also ich mache eine Pause nach, beziehungsweise ich muss danach arbeiten, nach dem Level. Und danach geht es dann heute Abend vielleicht weiter. Ich muss mal gucken, wie ich nach dem Spätdienst Lust habe, überhaupt zu zocken. Mal schauen. Sehr interessante Bilder hier. Gut, okay, ja, wollen wir mal gucken, was uns erwartet hier. Oh, eine ganze Menge Cubes. Wir können ertrinken und wir springen. Ja. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete, gar nicht. Also dann, viel Glück. Ja.
What the fuck, 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 darauf war ich jetzt überhaupt nicht. Achso, man kann auch wieder zurückspringen. Ui, das macht ja Laune, Alter. Ich sag mal, das wird genial. No, gleich nochmal. Okay, bleiben wir jetzt bei der ernsten Sache. Wir müssen den Würfel fangen. Ich glaub es ja. So, ihr wisst gleich, wieso ich mir das mache. Beziehungsweise, ich könnte es auch... Nein. Obwohl, wir brauchen hier gar keine Portale. Ich hole mir jetzt einfach den Würfel. Ja. Im Sprung. Du atmest übrigens keine echte Luft. Danke. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja. Was, das war's auch schon wieder? Gut, ich habe mein Ultimativum gesetzt, auch wenn es ein sehr kurzes Level war. Schade. Ich könnte jetzt eigentlich noch den ganzen Tag weiterzocken, erstmal krank schreiben lassen. Nein, Scherz, um Gottes Willen. Gut, ich mache jetzt hier nach... Was gibt es im nächsten Test? Oh, ja. Katapultplattformen. Ja, gut. Dann viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ja, danke schön. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Och, Mensch, Kleiner. Ja, wir können ja danach noch was anderes aufheben. Aber gut, lassen wir das. Wie schon gesagt, ich mache jetzt hier meinen Cut, auch wenn ich jetzt noch weiter zocken wollen würde, aber es geht leider nicht. Arbeit geht vor, ganz klar. Gut. Ihr habt gesehen, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich denke, es hat euch gefallen. Dieses Spiel, es lohnt sich wirklich, dieses Spiel zu kaufen. Seid dabei, wenn ich weiterspiele. Es wird in den kommenden Tagen auf jeden Fall täglich Updates wieder von mir geben. Und ich hoffe, euch gefällt. Ich hoffe, ich krieg Abonnenten. Ich weiß, ich möchte eigentlich ungern Werbung machen, dass ich Abonnenten kriege. Weil das kommt immer schlecht auf YouTube. Ihr müsst sie nicht machen, aber falls ihr immer auf den aktuellen bleiben wollt, was Videos betrifft, meiner Wenigkeit, dann ist ein Abonnent bei mir natürlich sehr hilfreich. Es ist kostenlos, einfach raufklicken, dann habt ihr mich abonniert und ihr kriegt dann, sobald ihr einloggt bei YouTube, seht ihr sofort, was ich für neue Videos hochgeladen habe, was ich für Kommentare gemacht habe, was es für Neuigkeiten gibt. Ich werde in der nächsten Zeit auch mein Facebook-Profil mal posten. Das wird momentan überarbeitet. Eine neue Page ist sogar auch im Aufbau. Ihr dürft gespannt sein, was ich alles für Projekte geplant habe, was ich noch alles aufbauen möchte. Und ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt oder ich kann den einen oder anderen dazu bewegen, sich meine Videos vielleicht öfters anzugucken. Genau das ist mein Ziel, euch einfach mal ein bisschen... zu unterhalten, mehr ist es nicht, und Spielspaß zu haben. Also, in dem Sinne wünsche ich euch einen verdammt guten Donnerstag und ich hoffe, ihr feiert gut Ostern. In der Zeit werde ich auf jeden Fall weiter aufnehmen, weiterspielen, außer natürlich zu am Samstag, da habe ich Geburtstag, aber das ist eine andere Geschichte, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und man sieht sich auf jeden Fall wieder. In dem Sinne, haut da Rinsen mit dem Grinsen. So, einen wunderschönen guten Tag. So, der Übergang ist hoffentlich gelungen. Wir sind hier irgendwo, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja. Wollen wir nochmal weitermachen? Würfel, Cube, auf den Kopf kriegen und springen. Okay.
Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's geschnallt. Ich hoffe es doch. Uhuhu. Geniale Scheiße. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Zu geil gemacht, echt. Gut, haben wir geschafft. Dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Hey. Es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Die Maschine ist doch echt genial. Ja, nenn mich ruhig Müll. Ist in Ordnung, dafür werde ich dich auch noch zum Müll machen, du kleine dreckiges Biest. Ja, aber dieses Jumpen war jetzt mal übelst genial. Ich habe jetzt nicht viel geredet, weil, wie schon gesagt, ich habe jetzt überlegt die ganze Zeit. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschrecken? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ja, aber es hat mich jetzt nicht wirklich erschrocken, weil das Geräusch ist mir schon wohl bekannt. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Also das heißt, wenn ich die dazwischen mache, dann nicht gut. Nein, wusste ich's doch. So, jetzt sind wir oben. Würfel sind nach oben. Nicht runterfallen. Guter, braver Würfel. Geräusche sind immer hart.